steckst du? Schön. Die benötigte Auskunft gab es zum Getränk gratis dazu. Sie haben es ja selbst gesagt. Ihr Gast ist in Drachenfang. Gehen wir, bevor noch mehr von der Sorte hier auftauchen. Hergestellt aus Robust. Ja. Okay. So, ich könnte jetzt hier auch lang, ne? Auf dem Stein. So. Gut. Bricht nicht, zerspringt nicht. Oh, was für ein schönes blaues Wasser, ne? Voll geil. Warmes Brot, frisch aus dem Ofen. Hier, koste mal. Ja, ah, danke, kein Interesse. Warte ich denn, Kräuter? Meine Teppiche, Ziere. Was war das vorhin in der Schenke für ein Lärm? Dieses Chaos haben du und dein Kollege zu verantworten. Nun lass uns wenigstens in Ruhe aufräumen. Die haben sich mit uns angelegt. Wir haben uns nur verteidigt. Lass mich dich einladen. Ich kann mir das leisten. Ja, ja. So. Ah, hier ist... Ah, doch. Sehr gut. Goblin-Münze. Cool, der springt. Hui, hui. Alter, ich glaube, ich kann viel höher springen als er. Ich brauche einen Schnaps. Kaktornadeln. Oh, Kaktoren. Stimmt, wir sind in der Wüste und in der Wüste gibt es für gewöhnlich immer Kaktoren, ne? Das verdammte Schwein, Mann. So, Virid. Jetzt ist halt die Frage, das Ding ist, ich möchte jetzt auch nicht so viel Zeit damit verschwenden, wisst ihr? Aber... Was machst du denn hier alleine? Dieser Fluss hier fließt den ganzen weiten Weg bis ins Meer im Süden. Früher haben sie die Kristallsplitter auf Lastkähne geladen und sind damit zu den Dörfern flussabwärts gefahren. Bis dann irgendwann Bestien und Banditen die Schluchten heimgesucht haben. Als kleines Kind habe ich den Bootsleuten zugewinkt, wenn sie sich auf ihre lange Reise begeben haben. Und sie haben mir dafür Süßigkeiten zugeworfen. Das waren schöne Zeiten. Ja, aber das Wasser ist echt schön. Ich würde da am liebsten gerne reinspringen. Sehr, sehr schönes Wasser. So. Das Ding ist, ich mache jetzt Folgendes. Ich gehe einmal nur kurz hier hoch. Nur mal ganz kurz. Ich werde das aber nicht erkunden, wenn das jetzt riesig wird. Auf keinen Fall. Wenn es nur aber so ein kleiner Weg ist, dann werde ich natürlich das erkunden. Ist das doch stark? Das werde ich dir gern zeigen. Ich bin hier, glaube ich, im Bordell. So. Wie wäre es mit die feinsten Stoffe direkt aus der da ist es. Passt ja auf, ihr Trottel. Wenn was kaputt geht. Wenn die Träger hier auch so scheiß behandelt? Schein ja, ne? Oder nicht? Ein Ratschlag, Reisender. Wenn du solche Töpfe in der Stadt siehst, dann Finger weg. Anders als dort, wo du herkommst, ist Trinkwasser hier Mangelware. Okay. Ja, ja, doch. Junge, aus der Richtung sind wir doch gekommen. Drachen. Nee, aus der Richtung sind wir nicht gekommen, aber oh Gott. Nee. Liegt im Süden. Ja, Onkel. Du die Gegend erkunden. Für deine jungen Glieder kein Problem, doch bitte nimm Rücksicht auf meine alten Beine. Ja, Onkel. So, okay. Das wird ein bisschen zu viel werden. Ich denke mal, wir müssen sowieso da noch hin. Deswegen sparen wir das uns auf. Trinkwasser ist hier Mangelware, aber hier ist einfach mal ein Brunnen, ne? Aha. Wie wäre es mit einem heißen Bad? Sieh doch, Vater, heißes Wasser. Wo sind die Träger, die es erhitzt haben? Das ist keine Magie.
Es kommt schon so heraus, ganz tief aus dem Boden. Vulkanquelle. Okay. Oh, die Straße ist gesperrt. Und das ist der einzige Weg nach Drachenfang. Anscheinend möchte Lord Kupka zurzeit keine Besucher empfangen. Wir müssen durch dieses Tor. Ja, aber gewaltlos, hoffe ich. Ich finde, wir haben schon genug Aufmerksamkeit auf uns gezogen. Dann mit List. Vielleicht kann uns die Wüstenhirsin weiterhelfen. Ruzhena Dalimil, die Geheimnisvolle. Doch wie finden wir sie? Wir wissen nichts als ihren Namen. Sie war eine Verbündete von Cid. Bisher waren Cids Unterstützer Leute mit Einfluss. Angesehene und wohlhabende Mitglieder ihrer Gemeinschaft. So jemand dürfte Ruzhena Dalimil auch sein. Das würde die Suche zweifellos eingrenzen. Wir müssten uns nur erkundigen, wer in der Stadt das Sagen hat. Und genau das werden wir jetzt tun. Puh, okay. Ich habe jetzt gerade gedacht, ich muss jetzt doch da lang, wo ich vorher war. Also so außen rumlaufen, wisst ihr? Irgendwie hier, da lang und dann kommt man hier irgendwann wieder hier raus und ja. Ihr wisst Bescheid. So, gut. Es stehen Wachen leider im Weg, deswegen müssen wir uns einen Umweg suchen. Wir suchen nach einer Ruzhema, irgendwas. kleiner schmaler Weg. Komm, bisschen ins Wasser. Oh, nicht mal mit der Zehenspitze komme ich da rein. Eieiei. Das Wasser ist so schön, Alter. Richtig schön. Mama, ich will mit dem Kristall spielen. Wie oft muss ich es noch sagen? Im Kristall spielen, ja. Das ist kein Spielzeug, definitiv. Wonach steht dir der Sinn? So, Platinschwert. Ui, du hast ja direkt das krasse Ding. Hä? Achso, ich wollte sagen, Korallschwert hat die auch. So. Der Hauch des Blitzes, Kugelblitz. Meteorstein, Wüstenrose haben wir genug von, glaube ich, ne? Ja. The Thousand's Table. Elixier. Wie mit Gilbert. Ja, ihr. Kann ich einfach das Schwert und die fertig machen? Ach. Du willst ein Träger sein? Ein Streichholz leistet bessere Dienste. Ach, wie dumm ich doch war. Kupkas verdammte Schweinebande. Kaum sind's. Ja gut, da haben wir jemanden. Vielleicht weiß der ja was. Womit kann ich den Herrschaften dienen? Lass mich das machen. Mein guter Mann, wir repräsentieren eines der angesehensten Handelshäuser in Port Isolde. Wir erwägen, in diese Region zu expandieren und würden gern die Bekanntschaft der führenden Geschäftsleute hier machen. Wo finden wir denn jene? Also am bekanntesten sind unsere Bäder, die Märkte und die Schmieden. Die Besitzer der florierendsten Geschäfte haben hier sehr großen Einfluss. Danke. Das hilft uns sehr weiter. Geschäftsmann, richtig, ne? Ihr kennt nicht zufällig eine Dame namens Ruzhena Dalimil, oder? Nein, die kenne ich nicht. Gut. Trotzdem vielen Dank. Ja, richtiger Businessman, unser Onkel, ne? So. Haben wir noch wen? Was willst du? Ich hab zu tun. Es dauert nicht lange. Ich suche nach jemandem. Eine Frau namens Ruzhena Dalimil. Kennst du sie? Nie gehört. War's das? Eine Frage noch. Angenommen, ich suche den reichsten Händler hier. Wohin sollte ich mich da wenden? Ganz klar. Dornkus, die beste Schmiede diesseits der Meerenge. Der Inhaber ist ein Jungspund, aber er hat den Dreh raus. Der Dornkus also. Danke. Okay. Dieser Jungspund ist doch unmöglich der Richtige. Cids Kontaktperson soll schließlich einflussreich sein. Einfluss kommt mit Alter und Erfahrung. Glaub mir das. Sieht nicht so aus, als würden wir bald nach Drachenfang zurückkehren.
Menge Laternen halten die Dunkelheit. Hä? Wo ist denn der? Auftragsdienst in der Nähe. Wo versteckt er sich? Mensch. Kann ich helfen? Ja, ich suche nach einer Dame mit dem Namen Ružena Dalimil. Eine langjährige Stütze der Gemeinschaft, glaube ich. Und Händlerin der alten Schule. Dann frag mal Ferda. Er lebt hier schon ewig. Kennt den Ort und seine Bewohner wie kein anderer. Vor allem die ganzen alten Händlerfamilien. Die Bäder, da solltest du ihn eigentlich finden. Herzlichsten Dank. So, Bäder, okay. Na, das hört sich doch vielversprechend an. Mal sehen. Finden wir heraus, was genau dieser Ferda weiß. Entschuldige, bist du Ferda? Bin ich. Kann ich euch beiden helfen? Das hoffe ich. Angeblich lebst du hier schon ziemlich lange. Kennst du Ružena Dalimil? Sie dürfte als Händlerin hier recht bekannt sein. Darf ich fragen, was ihr genau von der Wüstenhäsin wollt? Sie war eine Freundin von mir. Wir bräuchten dringend ihre Hilfe. Also gut. Geht zum Bordell. Ich übernehme alles Weitere. Schon wieder Bordell. Okay. Und die zweite? Tafelsilber. Ob wir ihm vertrauen können? Wohl nur so weit, wie er uns vertraut. Wahrscheinlich testen die uns gleich. Mal sehen. Er ist auch eine Falle. Ihr habt uns also hinterhergeschnüffelt. Wovon redest du? Stell dich nicht dumm. Wer seine Nase in unsere Geschäfte steckt, verliert sie ratzfatz. Da ist noch mehr Typen aufgetaucht. Für wen arbeitet ihr? Für ihn oder sie? Ihn. Den Meister. Er wollte das für euch prüfen. Ziemlich armselig für eine Prüfung. Lord Ferda? Sieh an, wen haben wir denn da? Solch ein Geschick mit der Klinge ist wirklich selten. Passend für einen Geächteten. Du weißt, wer ich bin. Und was jetzt? Holst du die Wache und sicherst dir die Belohnung? Diese Entscheidung liegt nicht bei mir. Wir sind hier fertig. Bring ihn zu seiner lieben Ružena. Sie wird sicher sehr an ihm interessiert sein.
Ja, mein Lord. Auf zum Hof der Muße. Zum Hof der Muße. Hof der Muße? Wo ist denn das? Ah, okay. Teller und Töpfe! Schalen! Warmes Brot, frisch aus dem Ofen. Dieser Schmuck ist sehr wild. Sind wir hier richtig? Lubos Schmiede, der Dornkuss. Ah, also ist es tatsächlich dieser Jungspund. Und ich schwafle die ganze Zeit etwas von Alter und Erfahrung. Ich lag so falsch. Es war eine naheliegende Vermutung. Schließlich hat Sid sie vor Jahren zuletzt gesehen. Oder ihn. Wer dieser Lubo auch sein mag, er scheint auf jeden Fall fähig zu sein und hat unseren Respekt verdient. Behandelt ihn auch so. Okay, es ist ein R. Lubo, ich soll die beiden hier zu dir bringen. Meine Jungs sagen mir, du brauchst etwas Hilfe. Sid der Zweite. Machen wir es kurz. Hilf uns, das Südtor zu passieren. Sag mir, was ist das wichtigste Werkzeug im Arsenal eines Händlers? Vertrauen, das weiß doch jeder. Ohne das hat man nichts. Und nichts ist genau das, was du hast. Und deshalb habe auch ich für dich nichts. Ich kann schließlich nicht jedem Straßenhund helfen, der einfach hier hereinstreunt. Ich bin beschäftigt, wie du siehst. Wir verschwenden hier nur unsere Zeit. Dann nur zu. Findet jemand anderen, der euch bei eurer Reise hilft. Und sagt ihm auch, dass ihr ganz gewiss nicht die zwei gesuchten Reisenden aus der Schenke seid. Wir wollen doch Missverständnisse vermeiden, oder? Du Kleiner! Gut. Können wir dein Vertrauen vielleicht verdienen? Du gefällst mir. Bereit, alles zu tun, um dein Ziel zu erreichen. Ha, Leute wie du haben einen besonderen Platz in meinem Herzen. Und warum wohl? Weil ich so bekomme, was ich will. Immer. Schön. Also, was willst du? Jetzt erzähl mir nicht, dass du auf diesen Wichtigtuer hörst. Hören wir ihn uns doch erstmal an. Es ist nur natürlich, dass ein Verbündeter von Sid Fremden misstraut. Falls er wirklich ein Verbündeter ist. Vor 5 Jahren war er noch ein halbes Kind. Und selbst damals hatte ich mehr Grips als ein Mann, der... fünfmal so alt ist? Naja, zurück zum Thema. Du wolltest wissen, was ich will. Ich will, dass die Probleme in Dalimil ein Ende haben. Wenn ihr das für mich erledigt, werde ich euch helfen. Dann wünsche ich noch einen schönen Tag. Was meinst du? Wenn du uns schon Befehle gibst, dann rede Klartext, Trottel! Manieren, Graubart. Mit Honig fängt man mehr Fliegen als mit Essig. Wie hast du mich gerade genannt? Entschuldigung. Ein Ratschlag als Wiedergutmachung. Folgt den Kristallen. Mehr sag ich aber nicht. Es soll ja nicht so einfach für euch werden. Ha! Wäre doch gelacht! Sein kleines Rätsel lösen wir im Handumdrehen. Ein Kinderspiel.
Teilen wir uns besser auf, Clive. Ich möchte diese Posse gerne so schnell wie möglich zu Ende bringen. Ist gut. Fall nicht auf. Ich dachte, wir wären die Unruhestifter in Dalimil. So, okay, ein kleines Rätsel. Den Kristallen auf der Spur, okay. Auftrags in der Nähe, hä? Was kann der uns jetzt sagen? Verzeihung. Hier gibt es zurzeit Ärger mit Kristallen, oder? Du weißt davon? Nur Gerüchte. Diebespack. Lassen Kristalle mitgehen, die unsere Krüge füllen und Feuer machen sollten. Wir einfachen Leute haben seit Monaten kaum ein paar Splitter gesehen. Selbst auf dem Schwarzmarkt scheint es keine zu geben. Sie sind einfach weg. Sehr merkwürdig. Okay. Also es geht um die Kristallsplitter. Wir machen uns so viel Mühe, die ja alle loswerden, die ganzen Kristalle, und jetzt helfen wir, den Kristalle zu bekommen. Hast du kurz Zeit? Kommt ganz drauf an. Eine Frage. Im Vergleich zu anderen Dörfern in dieser Gegend scheint Dalimil zu florieren. Woran mag das liegen? Wir sind nur einen Steinwurf von Drachenfang entfernt. Die Soldaten, die am Mutterkristall stationiert sind, müssen ja irgendwo ihren Sold verprassen. Vor allem die steinerne Wache wirft ständig mit Gil um sich. Interessant. Danke. Ich werde dich nicht länger aufhalten. Nee, da geht's nicht weiter. So, und hier muss irgendwann Brot. Ah. Kein anderes Brot ist so weich. Kaum zu glauben, wie viel er gezahlt hat. Was kann ich für dich tun, Soldat? Einmal Schwert polieren? Ich bin kein Soldat. Ach, dann verzieh dich. Ich bediene nur die Männer der steinernen Wache. Habt ihr eine Art Vertrag? Ach, Unsinn. Ich weiß eben, was gut für mich ist. Ich will nicht unter einem Bettler liegen, wenn sie vorbeikommen. Mit Taschen tiefer als Semekis, randvoll mit Gil. Los, verzieh dich, hörst du? Bevor du sie vergraulst. Ich glaube, ich verstehe langsam, was hier vor sich geht. Ob Onkel Byron was herausgefunden hat? Wahrscheinlich ist er schon in der Schenke. Meine Teppiche ziehen! Was war das vorhin in der Schenke für ein Lärm? Angeblich haben sich Fremde mit der Wache geprügelt, Tische und Schädel zu brücken. Ah, du! Du hast doch unsere ganzen Möbel zerlegt. Was willst du? Hast du nicht schon genug Ärger angerichtet? Ich suche meinen Kumpel. Ist er hier? Du meinst den Herrn, der bei dir war? Der ist oben, aber... Danke. Ich finde ihn schon. Okay. Onkel ist weg. Lass mich dich einladen. Ich kann mir das leisten, weißt du? Das muss irgendwo hier sein. Hä? Ah, da ist er. Reicht das hier als Anzahlung aus? Heiliger. Eine schwarze Perle. Einer der vielen Schätze in meiner Sammlung, von der ich mich nur zu gerne trennen würde, wenn ihr mir einen Anlass dazu gebt. Also gut. Wir werden uns sicher einigen können, aber nicht hier. Was hast du vor, Onkel?
Okay, unser Onkel macht irgendwelche Geschäfte. Kannst du mir erklären, warum du Kupkas Männern Geschenke machst? Köder, mein Junge. Damit beißen die Fische gleich viel besser. Und ich glaube, ich habe einen dicken Brocken an der Angel. Ich habe mich auf den Märkten umgehört, ob man nicht irgendwo Kristalle kaufen könnte. Natürlich ohne Erfolg. Kristallhandel ist schließlich verboten. Aber meine untypische Indiskretion erweckte zufällig die Aufmerksamkeit dieser uniformierten Ganoven. Sie nahmen mich beiseite und boten an, mir Kristalle zu beschaffen, wenn ich beweise, dass ich sie bezahlen kann. Die Perle war also der Beweis. Ich dachte, es würde mehr brauchen. So ein zweitklassiges Exemplar bringt kaum 500.000 Gil. Ein kleiner Preis für den Zutritt zur Unterwelt. Aber genug von meinem kleinen Täuschungsmanöver. Was hast du entdeckt? Der Kristallnachschub scheint versiegt zu sein. Man munkelt, dass jemand sie beiseite schafft. Gleichzeitig geben die Mitglieder von Kupkas Leibgarde hier verdächtig viele Gil aus. Ich wette, die Soldaten von eben sind genau diejenigen, die hinter der ganzen Sache stecken und gut daran verdienen. Ich wette, du hast recht. Treffen wir die Männer und finden es heraus. Sie dürften auch Lubos Probleme sein. Ha! Dieser lachhafte Lackaffe dachte, er fordert uns heraus. Das zeigt mal wieder, man sollte einen Rossfield nie unterschätzen. Sein dummes Grinsen wird ihm schon bald vergehen. Ich habe bereits ein Treffen im Süden der Wellkräufer vereinbart. Fernab neugieriger Blicke. Der perfekte Ort für ein kleines Verbrechen. Ich hoffe doch, du rettest meine Haut, falls etwas schiefläuft. Natürlich. So, jetzt müssen wir da lang. Na, Leute, guckt mal. Jetzt kommt wieder ein bisschen Erkunden. Bisschen kämpfen auch. Warum hat die Schenkel zu? Auf geht's. Schneller! Wie, da komme ich nicht drauf? Eieiei. Irgendwo eine Truhe hier? Okay, hier kann man lang. Heiltrank. Aber brauche ich nicht diese? Braves Mädchen. Ja. Und weg. Oh, der lässt sich beeindruckt von meinen Schlägen. Das ist das erste Mal. Als ob es hier nichts gibt. Ey, komm. Das kann doch nicht wahr sein. Das war jetzt so offensichtlich gewesen, der Weg. Und da war einfach mal nix. Oh, das gibt's doch nicht. Kann doch nicht wahr sein.